Hallo. Iggy Parrish verliert in einer Nacht alles, was er hatte. Die Frau, die er liebte, ist tot und er wird zum Hauptverdächtigen. Aber er selbst kann sich an nichts erinnern und um den Fall zu lösen und den Mörder zu finden, sei es er selbst oder einer der anderen Bewohner der kleinen Stadt, in der jeder jeden kennt, erhält er eine besondere Gabe von oben. Doch Gottes Wege sind unergründlich und die Folgen einer solchen Gabe ähneln eher einem Fluch oder einem grausamen Scherz. Iggy und Marin verbringen eine sorglose Zeit bei einem Picknick im Wald. Der junge Mann verspricht ihr, dass er sie für den Rest seines Lebens lieben wird. Just love me for the rest of mine. Einige Zeit vergeht und er wacht verkatert auf dem Boden seines Hauses auf. Igg versucht, sich ein wenig zu erholen und schaltet das Lied ein, das er und Marin zusammen gehört haben. Es stellt sich heraus, dass die junge Frau ermordet wurde und vor seinem Fenster stehen Journalisten und Missgönner, die überzeugt davon sind, dass er der Mörder ist. You should ask God to save your soul for what you did to her. I should ask the devil to punish whoever the f*** killed her. Der Mann geht zu seinen Verwandten, die ihm raten, nicht mit Reportern zu sprechen, und sein Vater bietet an, einen anderen, erfahreneren Anwalt einzuschalten. Im Moment wird Igg von seinem alten Freund Lee verteidigt. Der Sohn versteht nicht, warum seine Eltern davon überzeugt sind, dass er sie wirklich getötet hat, aber gleichzeitig versuchen, ihn zu schützen. Sein älterer Bruder, der Musiker Terry, versucht, den jungen Mann zu unterstützen. Lee, der Anwalt, trifft ebenfalls ein und sagt, dass es einen neuen Zeugen für die Anklage in dem Fall gibt und dass die Proben von der Leiche des Mädchens verbrannt worden sind. Das ist eine sehr schlechte Nachricht für Igg, aber sein alter Freund versucht auch, ihm die Angst zu nehmen. I believe you. You don't think I'm capable of murder? Just put me in a room with a guy who really killed her. Danach kommt Igg in die Bar, wo nur die Barkeeperin Glenna hinter ihm steht und ihn nicht hinauswirft. Sie hat unerwiderte Gefühle für ihn. Am Abend findet ein Gedenkgottesdienst für Marin statt. Im Wald, am Tatort ihres Mordes, unter einem Baumhaus, sagt ihr Vater Dale, dass die Seele der jungen Frau nicht ruhen wird, solange der Mörder Igg Parrish nicht verurteilt wird. Igg versteckt sich oben, um seinen Kummer allein und wie immer mit einer Flasche in der Hand zu bewältigen. Als die Leute gehen, geht er nach unten und schändet wütend die Gedenkstätte. Er beschuldigt Gott, Marin nicht beschützt zu haben, obwohl sie jede Woche in die Kirche ging und betete. Glenna bemerkt den Betrunkenen und bringt ihn nach Hause, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Sie verbringen die Nacht zusammen. Am Morgen spürt Igg Schmerzen in seiner Stirn und stellt mit Schrecken fest, dass er zwei Ausstülpungen hat. Es sind echte Hörner, die sich durch seine Haut bohren. Glenna bestätigt, dass es sich nicht um Halluzinationen handelt, reagiert aber sehr seltsam darauf. Sie bittet Igg um seine Erlaubnis, sich mit Donuts vollzustopfen. Why would you have another one if your stomach hurts? Because I want to get really fat. Die junge Frau weiß, dass jeder sie für wertlos hält und nur mit ihr schläft, wenn er betrunken ist. Igg hat dazu nichts zu sagen. Der Mann geht zum Chirurgen, um die Hörner des Teufels loszuwerden und trifft im Wartezimmer auf Menschen, die ihm aus heiterem Himmel ihre verbotensten Wünsche und Sünden mitteilen. Für ein Experiment erlaubt er der Empfangsdame, unhöflich zu einer Besucherin zu sein, und sie haben einen schrecklichen Streit. Auch der Arzt und die Krankenschwester können sich seinen neuen Fähigkeiten nicht entziehen und versuchen nicht, ihren offiziellen Pflichten nachzukommen. You f***ing patients. All you care about is yourselves. Igg überzeugt den Arzt dennoch davon, seine Arbeit zu tun und zu versuchen, die Hörner abzusägen. Er schläft durch die Narkose ein und ertrinkt in Erinnerungen an seine Kindheit, die Geschichte seiner Beziehung zu Marin. In der Kirche erregte das Mädchen seine Aufmerksamkeit, indem sie ihn mit ihrer goldenen Kreuzkette blendete. Igg findet dasselbe Kreuz mit einer zerrissenen Kette nach dem Gottesdienst. An einem anderen Tag vergnügen sich die Kinder mit Feuerwerkskörpern, mit denen sie Wassermelonen, Plüschtiere und sogar einen Hühnerkadaver auf dem Pier in die Luft jagen. Mit von der Partie sind Igg und sein Bruder Terry, Lee, Glenna und der dicke Eric, der sich weigert, die letzte Bombe zu teilen und sich bereit erklärt, sie demjenigen zu geben, der nackt auf einem Einkaufswagen von der Rampe fährt. Igg meldet sich freiwillig und nimmt Anlauf. Als er von der rostigen Rampe fliegt, schlägt er sich die Stirn auf und die Balken bleiben über seinem Kopf an der Oberfläche hängen, sodass er nicht herausschwimmen kann. Er wird von Lee gerettet, der seinen Freund im letzten Moment ans Ufer zieht. Der Preis war es nicht wert, aber die letzte Bombe ist nun in den Händen des Helden. Später repariert Lee die Kreuzkette und schlägt vor, sie Marin selbst zurückzugeben,
aber Ig lehnt ab und bietet an, das Kreuz gegen die schwer verdiente Bombe einzutauschen. Er legt Marin die Kette an und sie beginnen zu plaudern, als Terry sie plötzlich mit der Nachricht unterbricht, dass ein Feuerwerkskörper in Lees Händen explodiert ist und er schwer verletzt ist. Im Krankenhaus versammelt sich die Gruppe der Freunde um das Bett. Der Junge hat zwei Finger verloren, verspricht aber, seine Freunde nicht zu verraten. Durch die Jalousien sieht er das Lächeln von Marin. I'm glad one good thing happened today. Und Ig kommt Marin immer näher, obwohl er von Schuldgefühlen geplagt wird, weil seinem Freund etwas zugestoßen ist. Marin gesteht, dass sie das Kreuz extra für Ig hinterlassen hat. Sie küsst ihn im Baumhaus, wo sie noch viele glückliche Momente miteinander verbringen werden. Doch auch Terry weiß von ihrem Versteck und wirft ab und zu einen neidischen Blick darauf. Der junge Mann wacht plötzlich aus der Narkose auf und stellt fest, dass die Krankenschwester und der Arzt beschlossen haben, sich miteinander zu vergnügen, anstatt die Operation durchzuführen. Verzweifelt geht Ig zum Priester. Der Priester wehrt sich voller Angst und sagt ihm, dass er sich von Gott abgewandt hat und in der Dunkelheit versinkt. Er schlägt ihm vor, seine Reise auf der Erde mit seiner Hilfe zu beenden. Wieder einmal ist die Macht der Hörner am Werk. Nur Lee ist von den Hörnern nicht betroffen. Er kann sie nicht einmal sehen. Der Freund vermutet, dass Iggy durch den Stress ein bisschen verrückt geworden ist. Ig kehrt nach Hause zurück, wo seine eigene Mutter ihm sagt, dass sie nicht will, dass er ihr Sohn ist, weil sie sich ständig über ihn ärgert. Der Vater hingegen gibt zu, dass er das Feuer gelegt hat, um die Beweise zu vernichten, weil er keinen Zweifel daran hat, dass Ig Marin getötet hat. Er hat das Mädchen mehr geliebt als seinen Sohn. She was my favorite thing about you. Yeah, me too. Ig fährt weiter und wird wie immer von Reportern verfolgt. Er ruft Lee an und fragt ihn, ob er von der Beteiligung seines Vaters an der Brandstiftung wusste, worauf er eine ausweichende Antwort erhält. Ig will den wahren Mörder mit seiner neuen Superkraft finden. Sobald er in seine Nähe kommt, wird der Täter die Untat sofort gestehen. Der Typ fährt in die Bar, wo er den lästigen Journalisten anbietet, sich darum zu streiten, wer ein Exklusivinterview bekommt, und sie beginnen ein Massaker. Ig befragt alle Gäste nach dem Mord und einer von ihnen teilt ihm mit, dass die neue Zeugin in diesem Fall die Kellnerin ist, die Ig und Marin am Tag des Mordes bedient hat. Auch der Barkeeper dreht durch und zündet seine Bar an, weil er die Nase voll hat. Zurück im Auto findet der junge Mann den Ring, den er seiner zukünftigen Verlobten schenken wollte. Aber an diesem Tag, als er ins Café kam, sagte Marin, dass sie nach Los Angeles gehen und mit ihm Schluss machen würde. Ig schreit so laut, dass das ganze Café ihn hören kann und versucht herauszufinden, wie weit Marin beim Fremdgehen gegangen ist, aber sie schweigt nur. Die junge Dame sagt, dass sie ihn nicht mehr liebt. Ig rennt nach draußen, wo Terry auf ihn wartet, in der Erwartung, dass sie einen Anlass zum Feiern haben. Aber sein Bruder steigt einfach in sein Auto und tritt aufs Gas. Auch Marin verabschiedet sich mit einem Blick von ihm. Am nächsten Morgen findet der dicke Eric, der Polizist geworden ist, Ig am Ufer des Sees, an dem sie ihre Kindheit verbracht haben. Die Polizisten fragen ihn, wann er das Mädchen zuletzt gesehen hat. Ig befürchtet, dass etwas passiert ist, und wählt die falschen Worte, um mit den Polizisten zu sprechen. Ig kommt in das Café, wo die Kellnerin gesteht, dass sie die Polizei angelogen hat, weil sie ins Fernsehen will. Sie träumt davon, von möglichst vielen Leuten begehrt zu werden. Danach geht Ig in die Bar, in der sein Bruder auftritt. Glenna ist auch dort. Sie gesteht dem Kerl, dass sie ihn schon als Kind geliebt hat. Ig geht mit Terry nach draußen, der enthüllt, dass er Marin an dem Tag, an dem sie getötet wurde, in seinem Auto nach Hause gefahren hat, aber schwört, dass er sie nicht getötet hat. Ig stürzt sich auf seinen Bruder und verlangt Antworten. Es stellt sich heraus, dass Terry versucht hat, sie trotz ihres schrecklichen Zustands zu verführen, woraufhin Marin ihn bat, das Auto anzuhalten, und sie ist mitten im Wald ausgestiegen. Terry selbst stand unter dem Einfluss von Drogen und blieb im Auto sitzen, um auf sie zu warten, wo er dann einschlief. Am Morgen wachte er mit einem blutigen Stein auf der Stirn auf und fand ihre Leiche im Wald, woraufhin er floh und alle Beweismittel in den See warf. Er versichert Ig, dass er sie nicht umgebracht hat, obwohl er sie auch geliebt hat. Eric und sein Partner tauchen auf und verhaften Ig wegen des Angriffs, wobei sie ihm natürlich ihre Fantasien übereinander gestehen. Aus seiner Haft wird Ig von Lee geholt, dem er erzählt, was er mit Hilfe seiner Hörner von Terry erfahren hat. Go home. Why are you wearing Marin's cross? Lee weicht der Antwort aus, gesteht dann aber, dass Marin es ihm gegeben hat.
Er war der, mit dem sie eine Affäre hatte. Ein verräterischer Freund. Marins Haus ist die nächste Station. Ig will mit ihrem Vater sprechen, um herauszufinden, ob sie ihn wirklich betrogen hat. Dale richtet eine Schrotflinte auf ihn. Die Hörner scheinen auch nicht zu funktionieren und Ig lässt den Mann, der seine Frau durch Krebs und seine Tochter durch die Hand eines Mörders verloren hat, allein. Nachts geht Ig in eine verlassene Lagerhalle, wo er versucht, seine Hörner gegen eine Betonwand zu schlagen. Er scheitert und bemerkt plötzlich eine große Anzahl von Schlangen, die auf ihn zukrabbeln. Er schnappt sich eine Mistgabel, um sie abzuwehren, lässt aber nach kurzem Überlegen eine von ihnen auf sich zukrabbeln. Nachdem er sich mit seinem neuen, teuflischen Aussehen abgefunden hat, ist er fest entschlossen, den Mörder zu finden. Auf seinen Befehl hin greifen Schlangen die eitle Kellnerin an und berauben sie ihrer Schönheit. Er lässt die Polizisten ihre Fantasien ausleben und überzeugt sie, dass dies keine Sünde ist. Danach besucht er seinen süchtigen Bruder und versucht, ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Als Vergeltung für seinen Egoismus und seine Feigheit zwingt er ihn, seinen gesamten Vorrat an Junk zu konsumieren, was bei ihm schreckliche Halluzinationen auslöst. Aber das ist nicht nur Rache. Iggy hat erkannt, dass es für seinen Bruder keinen anderen Weg gibt, mit seinen gefährlichen Hobbys aufzuhören. Am Morgen findet Lee Ig und erzählt ihm, dass seine Affäre mit Marin nur ein paar Monate gedauert hat, bevor sie beschloss, umzuziehen. Der junge Mann stürzt sich auf seinen Freund und reißt ihm das Kreuz ab. Wie sich herausstellt, war es das Einzige, was ihn vor den Hörnern geschützt hat. Der Mörder gesteht, was er getan hat. Ig packt ihn an der Kehle und die ganze Wahrheit wird ihm enthüllt. Lee ist Terrys Auto gefolgt und hat Marin im Wald gefunden. Er war sich sicher, dass sie mit Ig Schluss gemacht hatte, um mit ihm zusammen zu sein. What about all the signals you've been saying? What? Signals? What? Aber die junge Frau möchte nicht mit ihm zusammen sein und sagt, dass sie Ig immer noch liebt. Das schockiert Iggy und er löst seinen Griff und versucht zu begreifen, was er gerade gesehen hat. Der befreite Lee ergreift die Gelegenheit und schlägt ihm mit einer Kette auf den Rücken. Der Freund gesteht, dass er Marin missbraucht und sie in einem Wutanfall mit einem Stein geschlagen hat, den er dann in Terrys Auto deponierte. Er zerrt den geschlagenen Ig in das Auto, das er mit Benzin übergießt und in Brand setzt. Ig schafft es, Gas zu geben und stürzt in einen See. Seine Eltern und Terry, der nach einer Überdosis im Krankenhaus gelandet ist, erfahren in den Nachrichten, dass Ig Selbstmord begangen hat, nachdem er die Tat seinem Anwalt Lee gestanden hat. Es wurde jedoch keine Leiche im Auto gefunden. Ig steigt aus dem See und kommt zu Marins Vater. Dieser zeigt ihm den Schlüssel, den er vor der Polizei versteckt hat. Das Mädchen wollte ihn Ig geben. Ig möchte dem Vater daraufhin das goldene Kreuz seiner Tochter überreichen, aber Dale lehnt ab und erwidert, dass Ig es mehr braucht. Als Ig das Kreuz trägt, wird er auf wundersame Weise sowohl von den Hörnern als auch von seinen Verletzungen geheilt. Ig eilt zum Baumhaus, um das Versteck zu öffnen. Mit Tränen in den Augen liest er einen Brief, den er nach Marins Tod lesen sollte. Darin teilt sie ihm mit, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde, der in der weiblichen Linie ihrer Familie vererbt wird. Sie hat ihren Vater leiden sehen und möchte nicht, dass Ig ein solches Schicksal erleidet, obwohl sie ihn am liebsten heiraten würde. Then you'll give up your future and be shackled to me as I go through hell and die anyway. Sie hofft, dass er sich in eine andere verliebt und mit dieser Person ein glückliches und langes Leben führt. Und danach wird sie im Baumhaus auf ihn warten. Später besucht Ig Terry im Krankenhaus. Der Bruder hat seine Lektion gelernt und will Lee gemeinsam jagen. Doch Ig geht allein zu dem Mörder. Lee kann sich an nichts erinnern. Das ist die Wirkung der Hörner auf Menschen, die ein Geständnis abgelegt haben. Sie fahren zum Tatort und dort bittet Ig Lee zu gestehen, was er getan hat, ohne mystische Kräfte einzusetzen. Lee stellt sich dumm, als plötzlich Terry und Eric, den der ältere Bruder anrief, aus dem Wald auftauchen. Der Polizist mit einer Schrotflinte sieht, dass Lee über Iggs Selbstmord gelogen hat und versucht, den alten Bekannten zu verhaften. Doch Lee schnappt sich die Waffe und verwundet Terry, der ihn tapfer aufhalten will und tötet dann Eric. Ig reißt sein Kreuz ab, aber es geschieht etwas Unerwartetes. Statt Hörnern wachsen ihm Engelsflügel und er steigt in die Höhe.
Dann beginnen die Federn an seinen Flügeln zu brennen und der gefallene Engel verwandelt sich in einen Teufel, dem Kugeln nichts anhaben können. Lee bittet um Gnade, aber im letzten Moment greift er heimtückisch nach einer Mistgabel und stößt sie dem Dämon in den Bauch. Es scheint, dass er gewonnen hat, aber Iggs Wunden heilen so schnell, wie sie auftauchen, und er spießt den Mörder mit seinen Hörnern auf. Der blutende Lee wird von Schlangen umschlungen und eine von ihnen vollendet die Hinrichtung. Doch für Igg ist diese Verwandlung seine letzte. Er hat seine Rache vollzogen, indem er zum letzten Mal ein Teufel wurde. My time has come to return to you, so we can be together again. Die Liebenden liegen wieder auf der Decke neben dem Baumhaus, wo niemand mehr ihre Liebe stören wird. Wie immer findest du den Namen des Films in der Videobeschreibung. In der Zwischenzeit lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr auf Anhieb erraten habt, warum die Hörner bei Lee nicht funktioniert haben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, damit ihr so oft wie möglich weitere tolle Geschichten hört.